Hi, schön, dass du da bist. Und zwar heute zu einem Unboxing von einem Kit von Diamond Art Lab, ein First Look. Wir dürfen uns anschauen Stargazing Dragling von Wendell Spengler, einem meiner liebsten Künstler. Und es ist 55,6 x 73,7 cm und hat runde Steinchen. Danke Diamond Art Lab, dass sie das zur Verfügung stellen, damit wir uns das angucken können. Und wir gehen mal direkt rein hier. Wir gucken uns das direkt an, was wir hier haben. Und zwar fangen wir mit dem Toolkit an. Ja, wir haben wie immer jetzt in dem Bild dieses Toolkit, das ja in den neueren Bildern jetzt drin ist. Und das ist einmal dieses schöne, richtig große Schiff hier mit dem Deckel. Wir haben Putty, wir haben Wachs in roten, wir haben 7er Mehrfachsetzer und eine kleine normale Ersatzspitze. Und die ist nämlich für den Stift. Ui, da kommt er uns schon entgegen. Und zwar ist das dieser hier. Der hat hier hinten einen Mehrfachsetzer, einen Vierer drauf. Und da kann man aber den 7er Mehrfachsetzer oder diese Ersatzspitze drauf machen. Und hier vorne hat er nämlich ein Preloaded Spitze. Also da ist schon Putty drin. Wir sehen hier oben, das können wir auch hier so ein bisschen wegmachen. Hier oben, so, und dann können wir hier mit painten. Wenn wir es so drehen, kommt hier eben Neues raus. Wir machen das Schmutzige weg und arbeiten mit dem nächsten weiter. Und wenn das leer ist, dann kann man es in die andere Richtung aufdrehen und mit dem Putty, den wir hier dabei haben, nachfüllen. Liegt super in der Hand, der Stift. Und dann haben wir noch ein paar wiederverschließbare Tütchen. Das war es dann alles, was wir zum Painten im Grunde genommen brauchen, haben wir hier drin. Als nächstes haben wir hier unseren kleinen Umschlag und in dem ist unsere Legende drin, beziehungsweise unser Stickersheet. Stargazing Dragling, Wendell Spengler und hier hinten ist die Artwork. Ist doch nicht süß. Voll cool, hier so ein das Fernrohr ist auf diesem Gestell und er liegt da so und hat es gemütlich gemacht mit einem großen Kissen und beobachtet die Sterne. Richtig cool. 63 Farben, rund 55,6 x 73,7 cm. Start- und Enddatum kann man hier eintragen. Das sind alles einzelne Aufkleber. Ne? Also die kann man sich hier einzeln abmachen und dann ins Journal packen zum Beispiel. Und hier haben wir unsere Sticker. Das sind nämlich 63 Farben, wie gesagt. Und die sind alle schon vorausgestanzt. Können wir uns auch einfach abmachen, auf die Tütchen oder Container kleben. Und mittlerweile sind die ABs bei Diamond Art Lab auch hier hinten gelandet. Wir sind einmal hier die 6000er Zahlen. Das sind die Farben, die Diamond Art Lab exklusiv selber sozusagen initiiert hat. Sie stellen ja ihre Steinchen selber her, also können sie auch neue Farben kreieren. Wer hat, der kann. Und 3 ABs haben wir hier. Mittlerweile steht nämlich hier dann AB und die Original DMC-Nummer, zu der der AB hingehört. Aurora Borealis Steinchen schauen wir uns nachher an. Ich erkläre auch gerne, was es ist, wenn du das noch nicht kennst. Und hier haben wir zweimal ein Z vorne dran. Das bedeutet Fairy Dust Steinchen. Also hier immer darauf achten, wenn was vorne dran steht, ist es ein kleines Spezialsteinchen. Das sieht aus, als wenn das hier sehr pastellig wäre. Na, ich bin gespannt. Und hier haben wir unsere Leinwand und Steinchen drin. Und was wir hier aber noch haben, ist unsere Treasure Quest Card, also unsere kleine Sammelkarte, mit der wir eben, die wir gegen einen Schatz einlösen können mit anderen Karten zusammen. Sieht das nicht cool aus? Aber sie ist nicht nur schön und man kann sie sammeln, sondern sie hat auch was zu bedeuten. Und das hier ist nämlich eine Bronzekarte. Das sehen wir hier am Muster und an der Farbe hinten und an dem Muster auch. Und die kann man zusammen mit Gold, es gibt noch Gold, es gibt noch Silber und es gibt Schwarz. Und mit denen zusammen kann man das in einer bestimmten Zusammensetzung dann einlösen. Unter www.damitartlab.com/redeem kannst du ja mal gucken, da ist es super erklärt. Und ansonsten habe ich auch ein Video, in dem ich es ein bisschen besser erkläre. Und das habe ich dir unten verlinkt, unter dem Video in der Videobeschreibung. Sehr cool. Ich freue mich sehr. Und hier, da haben wir ihn. Den Wendell Spengler. Jawohl. Wie cool. Oh, ich liebe es. Schön. Und die Details im Gras. Sieht das toll aus.
Wir haben hier oben Do What Makes You Sparkle von David Adlap. Wir haben links und rechts die Legende. Und wir haben hier unten natürlich wieder alle Daten über das Kit. Stargazing Dragling, die Größe 55,6 x 73,7. Und das Bild ist natürlich lizenziert. Randall Spengler hat die Lizenz, die Erlaubnis gegeben, dieses Bild als Diamond Painting rendern und dann eben auch produzieren und uns verkaufen zu dürfen. Und wird natürlich entsprechend von David Adlap entlohnt. So gehört sich das auch. Hier ist ein 10% Rabatt. Wenn du das allererste Mal bei David Adlap bestellst, kannst du gerne meinen Rabattcode für 20% nehmen, nämlich Chaos20. Und ansonsten, wenn du schon mal bestellt hast, kannst du im VIP-Club, David Adlap VIP-Club bei Facebook in der Gruppe beitreten sozusagen. Und da gibt es auch einen ganz tollen Rabattcode nochmal. Hier haben wir die Social-Media-Kanäle und hier die Garantie auf Steinchen und Leinwand, die nur greift, wenn du selbst der Besteller der Leinwand bist. Und darum bin ich auch immer ein Freund, die Leinwand rauszuholen, wenn ich ein Bild gekauft habe, gucken, ob alles da ist, ob alles drin ist, sind alle Farben, alle Steinchen da. Und wenn ich es irgendwann mal verkaufen sollte, wenn ich es wirklich destashen sollte, dann kann ich auch sicher gehen, dass alles drin ist für den Käufer. Und ich selber halt eben auch, ne, wenn ein Bild nicht mehr hergestellt wird, gibt es ja, ne? Es gehen ja Bilder aus dem Programm, wissen wir alle. Und ich pack's irgendwann raus und will's dann das erste Mal painten und ja, ups, Überraschung, es gibt irgendeinen Fehler mit der Leinwand, mit dem Kleber, falsche Steinchen sind drin oder die falsche Leinwand. Kann alles passieren, Leute, es ist eine Produktion. Also ich gucke immer in meine Bilder rein. Stargazing Dragling, das sind die Steinchen, runde Steinchen. Schön bunt, schauen wir nachher rein. Schönes Drachengrün, das Dragling-Grün. Und wir haben hier noch was Besonderes. Und zwar ist das die vorperforierte Folie von Diamond Adlap. Die kann man hier oben so einreißen. Und die ist dazu da, dass man eben nicht immer die komplette Folie wegnehmen muss oder mit einem exakten Knife hier schneiden muss. Und diese Linien hier sind neu. Die sind dazu da, damit du siehst, wenn du hier so ein Feld eben rausgetrennt hast, wo ist keine Folie und wo fängt denn hier die nächste Folie an? Finde ich super praktisch. Und da ist er. Ist er nicht cool? Ich finde ihn super cute. Guck mal. Ich finde das richtig, richtig cool. Mal ein Bild ohne Bücher im Hintergrund. Ich liebe Bücher im Hintergrund, aber das ist ein bisschen anders als die anderen. Und ich mag es sehr gerne. Ich weiß gar nicht, wie wir haben. 1, 2, 3, 4 Nubbel am Schwänzchen oder sind es 5? Ich glaube, es sind 5, es könnte Dewey sein. Ich glaube, es ist Dewey. Ne, die Draglinge sind ja Dewey und Darkmoor, das erkennt man an den Nubbeln hier am Schwanz und bei den neueren, also die ja noch nicht so lange sind, alt sind, gemalt von ihm noch nicht so lange alt sind, nicht bei Diamond Adlap erschienen alt sind, sondern von Randall Spengler, da hat Darkmoor dann auch Wimpern. Schaut euch mal die Details im Rasen an. Da haben wir schon Konfetti, aber eben ja schon so Line-Blocking. Aber es ist schon ja, viele verschiedene Farben. Wir müssen öfter die Farbe im Schiffchen wechseln. Verschiedene Grüns, sehr viel Grün. Das muss sich ja der grüne Dragling vom grünen Rasen abheben. Und so Color-Blocking, so nennen wir das, wenn viel von einer Farbe am Stück ist, haben wir fast, ja doch hier. Hier haben wir ein bisschen. Ne? Aber auch hier, Achtung, da gehen die Blautöne ineinander über, aber so ein bisschen Colorblocken haben wir. Auch hier im Hintergrund, das sind tolle Übergänge, das ist nicht nur einfarbig. Schön. Und auch der Baum hier, und da der Dragling. Sehr cool, ich finde es toll. Ich mag's. Ich mag dieses Bild gerne. Und wir schauen uns jetzt zusammen mal die Steinchen dazu an und dann, wo die Sondersteinchen hinkommen. Das ist ja auch mal super, super wichtig. Also, finde ich zumindest. Mal, das Kissen sieht richtig plastisch aus, richtig 3D-mäßig. Voll cool. Mich verwirrt der Schatten, der hier draufgelegt wird auf seinem Bauch. Das ist nämlich der Schatten von der Stange hier. Der verwirrt mich ein bisschen, das sieht ein bisschen ulkig aus, aber nicht schlimm. Wir haben die 935, das ist ein sehr dunkles Grün und die 934 ebenso. 803, 301, 3371, 336. Wir spielen mal wieder Steinchen-Bingo. 939, 400, 669, 3346, die 823. Die 3362 sind zweimal dieses Grün. 520 zweimal, die 310 haben wir auch zweimal.
dreimal. Dann haben wir die 3776, die 433 und die 986. Dann kommen wir in die Blautöne im Himmel. Ne? Das kommt dann da oben so hin. Die 794, so, die 3842, 809, 517 und unser erster Spezialstein, nämlich ein Fairwieder-Steinchen. Das ist die Z341. Fairwieder-Steine haben so ein, ja, wie wenn sie eine Glitterbeschichtung hätten, haben sie aber nicht, sondern das ist in die Steine eingearbeitet. Ein bisschen wie Mica-Powder, wie so Glitter-Lidschatten. Also ganz, ganz zarter Effekt. Und damit hebt es sich von den anderen Steinen ein bisschen ab. Es gibt so einen ganz weichen Ton und einen super schönen Effekt. Und dann haben wir die 581, die 926, die 552, 553, 3022, 3839, 989, das ist grün, ist ja cool. Die 402, Senfgelb, 6012. Das ist eine von den Farben, die ich vorhin gesagt habe, die es nur bei Damit Adler gibt aktuell. 413, 3818, 318, 3740, die 801 und die 160. Und dann haben wir die 471, die 414, 6011 und unser erster AB, die 3348 als AB. Und da seht ihr, ist eine Beschichtung drauf, die so ein bisschen an die Nordlichter erinnert. Die kann auch abgehen, wenn man da mit zu frischem Wachs dran geht. Vorsicht. Und eben diese Nordlichter geben diesen Steinchen auch den Namen, nämlich Aurora Borealis, also AB-farbig. Da schauen wir uns natürlich auch an, wo die hinkommen gleich. 498, 150. Ich tippe mal auch in den Drachenbeckling rein. Das ist normalerweise so. Die 6020 und hier ist der nächste AB, das ist so pfirsichfarbener, ganz, ganz helles Peach. Da sind zwei andere Steinchen, die werden auch gerne ABs. Jeder darf ein AB sein, wer das möchte. So, dann haben wir noch den AB, den weißen, den 5200er. Auch da sehen wir diese Beschichtung. Die 775, die 815, die 154, 57, 3840, 814, 898, 6013, 500, 550, Z772. Das ist auch ein super schöner Fairwieder. Schöner Farbton. Cool. 3350, 6001, 154, 932, 813, 3823 und die 961. Und ich räume das jetzt auf und wir schauen uns an, wo die Felders und die ABs hinkommen. Hier haben wir die ABs. Das ist ein Grün, das ist helle Peach und das Weiß und das Grün und das helle Peach. Das ist schön, schön pastellig. Was ich ja sagte, in der Übersicht sah das auch sehr so danach aus und auch die beiden sind relativ pastellig hier, die Fairwieder Diamonds, der blaue und der sehr, sehr hellmintgrüne. Fällt es mir schon runter, upsi. Und wir schauen direkt mal, wo die ABs hinkommen und da fangen wir mit dem peachfarbenen an. Das ist dieser hier und das sind so drei Punkte übereinander wie bei der Blindenbinde so ein bisschen. Die sieht auch, glaube ich, auch so aus. Und die, wo finden wir die denn? Die müsste relativ hell sein und wir haben sie hier. Wir haben sie hier beim Directling, hier und hier. Hier und hier. Da, wo das Licht vom Mond vielleicht oder so sich reflektiert. Da ist es. Dann haben wir es hier im Directling drin. Hier. Auch da haben wir so eine Reflexion. Und das gleiche ist hier auf dem Bauchi. Ne? Die Spiegelung, hier die Reflexion, die hellen Stellen. Genauso wie hier am Knie zum Beispiel. Und ein bisschen hier in den Puppen am Schwanz. Da haben wir diesen Ebi. Dann haben wir hier noch Ebi. Doch, ist ein Ebi, ja, natürlich. Dann hier, upsa, in dem Stern. Und hier in dem Stern auch ein bisschen. Und hier auch ein bisschen. Gucken wir mal, hier oben in dem Teleskoprohr, was ist das, Teleskop, da haben wir es auch, Teleskop ist das, ne? Nennt man das, wenn man damit Sterne guckt. Und hier auch ein bisschen. Schön, sehr, sehr cool, gefällt mir. Das ist der hellpeachfarbene AB. Dann haben wir als nächstes den grünen AB. So ein helles, grün, pastelliges Grün. Und das ist dieser
Strich mit dem Strich durch. Und den fangen wir mal hier unten im Rasen an. Da haben wir nämlich hier ein paar Stellen, wo wir den haben. Hier und hier im Gras. Hier ein bisschen im Gras da. Dann haben wir hier ein bisschen im Dragline. Als auch hier. Hier auf dem hellen, auf dem Knie. Hier zum Beispiel am Arm lang ein bisschen. Hier haben wir ihn. Hier in der Schnauze, da wo es hell ist. Hier und hier. Und da haben wir den, genauso wie hier oben. Da auch. Diesen hier. Und dann kommen wir schon zu den. Flüchtiger Abby. Dann haben wir noch den weißen Abby. Und dieser weiße Abby, der ist eben weiß mit schwarzem Punkt. Und da können wir auch hier unten mal anfangen. Hier auf der Kugel, hier oben, die Spiegelung. Dann die Spiegelung hier bei dem Metall, also bei diesem Gestell. Hier oben, hier, 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 hier und hier, hier und da. Das macht es auch plastischer. Hier und hier oben noch ein bisschen. Dann natürlich hier im Glas die Spiegelung. Wir haben hier in seinem Auge nochmal zwei. Und hier die Sterne. Die ganzen kleinen Punkte hier überall. Ja. Hier oben nicht, aber hier unten die Punkte, die Sterne hier. Und hier. Das ist alles dieser wunderschöne weiße Abby. Und jetzt kommen wir mal zu den Felderssteinen. Und da fangen wir mit dem fetten Beutel von dem ganz hellen Lila, würde ich fast sagen. Fangen wir da mal an. Gehen ein bisschen raus. Vielleicht können wir es dann besser finden. Und das ist einfach nur ein Strich auf diesem ja, hellflieder-lilanen Untergrund. Und diesen Strich, den, da fangen wir mal an. Hier unten haben wir hier auf der Kugel so ein bisschen. Hier, dann haben wir es hier, ne, in diesem Stab, hier und hier hochgehend, hier, hier, hier drüben, hier, hier, dann da hoch, dann haben wir es hier, hier, hier oben, hier hinten, hier unten, hier im Stab überall, hier, also in diesem Metallgestell, hier hinten ein bisschen, hier nochmal und auch hier. Und da passt es eben auch wunderbar rein. Wo ich mir noch vorstellen könnte, wäre hier oben im, natürlich im Teleskop. Wir haben ja das hier. Hier. Hier überall dieser Strich. Das ist alles eben auch dieser Fairy Dust Diamond. Das macht einen super Effekt. Das ist schön. Für Glas ist das gut zu nutzen, diese Fairy Dust Diamonds. Das ist wunderschön. Als nächstes haben wir diesen und letztes haben wir diesen Lachbottodies sozusagen, ja, pastellig, hellgrün, minzigen Fairy Dust Diamond und das ist so ein kleiner Stern hier und den haben wir auch im Dragline, nämlich hier zum Beispiel und da ein bisschen. Dann haben wir hier oben, hier auf der Schnauze mit dem anderen Fairy Dust und mit dem, nicht anderen Fairy Dust, mit dem Abby. Die zwei dann kommen dann zusammen und zwar hier zum Beispiel. Ja, hier oben ist überhaupt gar nichts drin. Wie gesagt, hier auf den Armen, hier und hier. Dann hier beim Dragline, da wo ein bisschen das spiegelt auch. Und hier unten im Gras dann nicht mehr. Nö. Das war's dann. Und das war's dann auch mit den Felders, Steinchen und den ABs. In diesem wunderschönen Wendell Spengler Bild. Ich finde es großartig. Und die Sterne hier oben, die sind dann überhaupt keine Sondersteinchen. Das sind einfach nur, was ist das für eine Farbe? Können wir mal schauen. Das Herz ist die 775. Das ist dann so ein, ja, so ein helles Blau. Das ist dann da oben. Drin ist. Ich finde, es sieht toll aus. Ich finde, dass es toll aussieht und total schön.
und bestimmt richtig, richtig Freude macht zu painten. Nein, das Bengler macht immer Freude zu painten. Wie findest du das Kit? Hast du es dir geschnappt? Bist du ein Randall Spengler-Fan? Da gibt es ja auch verschiedene Arten. Es gibt ja verschiedene Settings bei den Draglings, was der Randall so malt. Schreib mir das mal in die Kommentare. Ich bin super gespannt. Und wenn du es bis hierhin geguckt hast, dann freue ich mich natürlich auch, wenn du einen kleinen Drachen in die Kommentare packst. Als Emoji, wenn du nicht keinen Bock hast, was zu schreiben zum Beispiel auch. Und ansonsten freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben, wenn du rausgehst, wenn du neu beim Diamond Painten bist und Tipps und Tricks brauchst, kannst du gerne in meine Playliste gehen, die ist auch unten nochmal verlinkt, wo es eben Tipps und Tricks rund ums Diamond Painten geht. Und natürlich darfst du auch jederzeit hier kostenfrei abonnieren. Und dann hoffe ich einfach, dass wir uns im nächsten Video hier alsbald wiedersehen. Hm? Machen wir, oder? Und bis dahin passt du gut auf dich auf und bleibst immer schön entspannt, weil aufregen lohnt sich nicht. Also, bis dann. See ya.